Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von unserer Seite aus, und zwar Agrarian Sky von Feed the Beast. Agrarian Sky ist, glaube ich, jetzt schon soweit erklärt. Ein Quest-System mit eingebaut. Ich glaube, die meisten kennen das schon, wa? Sollte. Mit dabei haben wir da hinten die Vishu, dann haben wir den Power of Techno, den Dosh, der auch mit seinem YouTube-Kanal mit dabei ist, der Büvi und natürlich meiner einer, der Sigurin. Was haben wir jetzt noch vorgehabt? Ach ja, genau. Und wir wollen Teams bilden. Und Agrarian Sky ist halt mit Quest. Wir haben hier so einen Questbook in der Hand. Der Dosh hat bestimmt auch seins noch Ja, da. hier. Das öffnen wir jetzt mal alle. Wenn es bei mir öffnen würde. Jo. Oh, da wird sogar richtig mit Sprachausgabe. Ach, horrorbar. Ich mache aber jetzt mal weiter. So, wir haben Learning, Skyblock, Forthauling, Go und etc. Also, wir haben begrenzte Leben. Unsere Leben, jeder am Anfang 2 Herzen. Dann geben wir ein Party an. Und zwar, click here to open Party Window. Dann gebe ich mal den Partynamen ein. Und zwar, die Panda-Jungs. Dann haben wir Team, wir sind besser. Und Mädels. Und Mädels muss ich schreiben, natürlich. So, create Party, und jetzt kann ich die Spieler inviten. Und zwar tippe ich da jetzt ein, nehme ich mal die Schuh, invite ich, und der Bövi ohne 1, ne? Ja, ohne eins. Bövi. Gut. Jetzt müsstet ihr euer Buch öffnen, um Bövi. Okay. Dann habt ihr rechts Party stehen. Und dann könnt ihr Click here to open Party Window machen, und dann müsstet ihr eine Einladung haben. Ich sehe hier kein Party. Dein Du musst noch Questbook erst öffnen. unten links dann drücken. Genau, du musst ja erst unten links auf Okay. Start drücken, und dann Alter, you have geht das one los. party invite. Genau, da habe ich euch eingeladen. Dann könnt ihr reinmachen, weil als Partymitglieder kann man die Quests dann irgendwie, glaube ich, zusammen erfüllen. Genau, wenn einer die Ja. Quest erledigt hat, hat er quasi die ganze Party erledigt. Genau, die Und ganze jeder kann sich Gruppe. die Belohnung abholen. Ich glaube, ich bin jetzt da drin. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. 2 Spieler, fehlt nur noch der Bövi. So, dann haben wir natürlich hier eine Kiste in der Mitte, dann haben wir jetzt eine Potion Flask. Wir haben noch Questbook, aber Ja, ich glaube, jeder die sollte mal haben wir eins auf schon. Reserve mitnehmen, oder? Sollte man Ich mal nehme mal, sterben? jeder nimmt sogar Bulgarien eins und noch wir haben allzu auf zwei, aber. Reserve mit. So, warum steht es bei Echo auf dem Minute? Du nimmst jetzt das Questbook in der Hand. Ja. Dann hast du jetzt links sozusagen die Quest, rechts hast du Leben stehen, Party und Quest, ja? Hast du die Schilder mitgenommen? Nee, hast du? Ansonsten, wenn du noch so einen hübschen Smiley vor deinem Gesicht hast bei dem Partybuch, unten links einfach auf Click here to start. Das Questbuch Rechtsklick, ja. aufmachen. Dann klick hier Ja. Start. Ja. Dann ist da Learning to Skyblock. Genau, rechts ist dann deine Leben und die Party. Bei Party klickst du dann Click here to open Party Window. Das klickst du an, und dann siehst du, dass ich dich eingeladen habe. Und das kannst du dann annehmen. Okay, ich gehe davon aus, dass das Questbook irgendwie wichtig ist. Das ist wichtig, jawohl. Deswegen solltet ihr jeder oder jeder soll eine Reserve mitnehmen. Kann aber auch ganz leicht wiederherstellen aus einem String. Hätte so noch ein Aus dem String hat er Bücherregal gesagt. von mir von Oh. Okay, Das wir Komische ist, haben. dass meine Leben nicht durchkommt. So, jeder nimmt sich jetzt bitte aus der Kiste ein Potion Flask zum Fliegen, ist wichtig, und ein Questbook als Reserve, falls man stirbt und das andere verliert. Ja? Vivi hat immer noch nicht die Party angenommen. Moment, ich glaube, ich bin schon wieder Gut. dabei. You have So. one part in youth. Dann haben wir, wie gesagt, wir bilden 2 Teams, und zwar der Dosh und der Power of Techno gehen in die schwarze Ecke des Rings, und Vishu, Büvi und meine einer, wir sind zu dritt, wir werden wohl, die Frau hatte gewählt, in die Purple Ecke. Hey, dann sind wir ja Das Nachbarn. heißt, wir gehen in die Richtung. Wir sind Ja. dann direkt neben Team Schwarz. Und Brauchen jetzt eine ganz TNT-Kanone. wichtig, nimmt auch Ja. mal bitte hier nochmal ein Reserve für Potion Flask raus. Stimmt, Ihr wäre besser. beiden, Büvi und Vishu. Ja, oh, eins wird machen, oder? Bedeuten die Schilder hier oben? Dementsprechend haben wir jetzt hier hinten, wenn wir jetzt geradeaus, wir nehmen jetzt gleich die Flasche, nehmen den Trank zu uns, dann können wir fliegen.
und gehen dann auf unsere Startposition. Vorher würde ich aber noch ganz gerne den Dosh und den Power of Techno in einen separaten Channel verschieben. Moment. Oh, oh, oh. Und wünsche euch viel Spaß und wir werden jetzt mal User was moved Gas out of your channel. So. Buddy was moved out of your Dosh, channel. Potty, wir sehen uns dann später. Jo, tschö, viel Glück. Buddy left your channel. So, sind wir jetzt alleine, ne? Ja. Hört dann auch nochmal von uns hallo und würde ich sagen, Flasche trinken und los. Ich doch theoretisch jetzt gleich aufbauen. Ja. Oder ist das die rechts von uns? Nee, da vorne kommt sie. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre jetzt ein bisschen sehr scheiße. Die sind wir ganz schön weit weg. Ja. So, das hier ist unsere Startinsel, die sich bei mir noch nicht komplett aufgebaut hat. Noch nicht? Doch, bei mir ist sie ganz da. Ja, jetzt baut sie sich langsam auf. Ach, schicke Insel. Ja. So. Und wie auch eben schon gesagt, wir haben nur begrenzte Leben. Das heißt, wenn wir sterben, sind wir quasi raus. Ja. So. Wollen wir dann mal anfangen? Ich fange mal mit ein bisschen Holz an. Ja. Wie man hier sieht, wir haben eine Strongbox mit Bone Meal und 3 Saplingen, 8 Flints, einen Rain Muffler und einen Hopper. Ich würde sagen, den Rain Muffler platzieren wir auch schon mal direkt, weil ich habe keinen Bock auf dieses ewige Regengeräusch. Yep. Auf die Erde mal gerettet. Kiste. Jo, also nochmal ganz kurz. Hier unter diesem Erdblock ist eine Dirt Chest drin. Da sind 8 Erde drin. So, dann schauen wir uns auch schon mal die erste Quest direkt an bei Learning to Skyblock. Wieso habe ich jetzt auf einmal 4 Leben? Ah, wir haben zusammen 4 Leben, so ist es. Echt? Haben wir zusammen? Ja, unsere Leben werden quasi addiert. So, Learning to Skyblock. Das erste, using the book, cross the wooden plank. Haben wir schon Holz? Sehr gut. Hab sie gerade hingeworfen. Hab's bekommen. Und die erste Quest können wir abholen. Claim reward. So, wir haben jetzt einen Apfel und einen Pick of Spintered Dreams. Kannst du auch schon mal abholen, ne? Ja. Gut, dann schauen wir uns mal direkt die zweite Quest an. Können wir entweder auf The Librarian gehen. Da müssen wir einen Bookbinder craften. Schaffen wir jetzt noch nicht. Weil wenn wir uns mal den Bookbinder anschauen. Wo haben wir ihn? Da. Wir brauchen Papier und Strings. Papier können wir noch. Kriegen wir über Sugarcanes. Haben wir nicht. Woodchips auch nicht. Letter haben wir auch nicht. Ja. Ja, das sieht auch alles sehr blöd aus. Also gehen wir erstmal auf hier Manual Competition. So, wir müssen jetzt nochmal erstmal hier die Tags auswählen, dass wir auf diesen Quest jetzt gehen, weil wir können uns ja jetzt hier entscheiden. Also gehen wir erstmal auf Select Task. So, wir müssen nochmal einen Oakwood Planks abgeben. Aber schon im Inventar, geben wir ab. Claim Reward. Und wir haben das Quest Delivery System bekommen. So, was das ist, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Und ich glaube, dir geht es auch nicht anders, oder? Nee, nicht wirklich. Gut. Man kann es nicht benutzen und ja. So, gehen wir mal weiter zu The QDS. The QDS. Use the Hopper from the Starter Chest to submit a plank for the QDS. Okay. Also, den Hopper. Die Pillar hier noch weg. Drauf und na, ein Holz rein. Sollte erledigt. So. Keine Hilfe bekommen. Jetzt bauen wir wieder den Hopper ab. Geben den auch ab. Und wir können eine Reward abholen. Ah, fertig. Ja. Jetzt bekommen wir nämlich unser erstes Full Heart. Darüber kriegen wir ein erstes Extra-Leben. Einfach rechtsklick und bing. Und wir haben noch ein Reward-Bag bekommen. In diesen Reward-Bags sind schon mal nützliche Items drin. Wenn wir jetzt mal reinschauen. Paper. Da drin ist jetzt Vespiration 3. Du hast einen Notebook bekommen? Ich habe noch mehr bekommen. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schallplatten gekriegt. Ach du Scheiße. Ja, und den hier. Okay.
funktioniert das Ding? Muss ich einen Notstock untersetzen? Nee, die sind über ein Redstone-Signal gesteuert und du kannst da so Radiomodule, sage ich mal, einbauen. Das ist Musik ablaufen. Ah, was zur Hölle mache ich jetzt mit den ganzen... Am besten eine Truhe. Wir machen jetzt erstmal hier eine Crafting-Table. Oder schon erstmal weiter, wie es hier aussieht. Ja, ich hab noch. So, jetzt kommt erstmal die richtig große Crafting-Runde. Wir brauchen eine Crafting-Station. Kriegen wir aus dem Crafting-Table. Haben wir. Klack. Schau mal da hin. So, hast du noch Holz? Eine Kiste. Mach das. Ein Holz habe ich jetzt noch. Also eine Oakwood. Eine Oakwood, genau. Gut. So, das Problem ist aber auch hier. Hunger Overhaul, das ist drauf. Das heißt, wenn wir verhungern, also wenn wir keinen Hunger mehr haben, also, mein Gott, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ja, Wenn wir komplett hungrig sind. Genau, wenn wir komplett hungrig sind, sind wir quasi direkt tot. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir hier das Ganze mal mit Treppen auskleiden, oder? Ja, wäre vorteilhaft. Gut. So, Holz hast du jetzt nicht mehr, ne? Ich habe gerade was abgebaut, wenn du was brauchst. Ja, dann wollte ich nämlich mal was weiterkraften. Ich habe ja einen Zipling für dich. Holz gebe ich dir sofort. Ja, ich brauche die Blätter ab. Ich brauche hier unten das dann schon mal ab. Ja. Gut. Dann mache ich dir sofort schon mal den Quark. Der Quark ist was ganz Besonderes hier bei Aquarian Skies, und zwar... Wenn man mit dem Quark, der so gebaut wird, relativ einfach, damit Laub abbaut, das da oben, kriegt man daraus mehr Setzlinge und ab und zu mal einen Silkwurm. Diese Silkwürmer brauchen wir später noch. So, was müssen wir noch craften? Partbilder, Toolstation, Stencil Table und Oak Barrel. Machen wir das schon mal, das Oak Barrel. Na, eins nehmen wir auf. Aber hier noch eins. Wir brauchen Slab. So und so. Und wir haben ja, ein Oak Barrel. Wollen wir das Oak Barrel für Wasser brauchen oder für Recycling? Ich glaube, Recycling wäre erstmal gar nicht so schlecht. Das ist erstmal Recycling, oder? Ja. Gut. Können wir uns ein bisschen mehr Dirt holen und dann können wir später ein Feld anlegen. Ja, finde ich auch besser. Gut. Wasserlauf haben wir ja. Ja. Kein Problem. So, das Oak Barrel. Hier können wir zum Beispiel jetzt 8 Saplings reintun und nach einer Zeit werden die Saplings kompostiert und wir kriegen daraus ein Erde. Was wir auch brauchen werden, wenn wir mehr Bäume anpflanzen wollen oder weiteres. Und hier habe ich auch gerade einen Silkwurm aufgefangen. Ja, ist doch schön. Gut. Wie viele Setzlinge hast du? Ich habe jetzt gerade 3 aufgehoben. Ich tue die hier in die Strongbox wieder rein. Ja. So. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Tinkers-Konstrukteilen. Wir brauchen Blank Patterns und Oakwood und wir bekommen schon mal den Partbilder. Ja, 10. 10 Bone Meal hat das Ding ja gerade gefuttert. Ah, super. Boss Holz? Ja, bin schon wieder out of. Out of Wood? Out of Wood. Alter, du hast richtig Langeweile, oder? Hält sich in Grenzen. Gut. So, mit der Crafting Station und dem Blank Pattern kriegen wir die Tool Station. So. Und jetzt nochmal der hier. Noch eine Blank Pattern. Da ist er kaputt gegangen. Und wir haben den Stencil Table. Sollte jetzt alles gewesen sein, oder? Jupp. Und jetzt kannst du...